Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ich Grüncurry mit Hähnchen koche. Und hier sind die Zutaten. 300 Gramm Hähnchenbrust, 400 Gramm Kokosmilch, 1 Esslöffel Grüncurrypaste, 5 lange Bohnen, 3 Thai-Auberginen, 5 rote Chilischoten, eine Bambusspitze, eine halbe Zucchini und eine Handvoll Thai-Basilikum. Zum Würzen ein halber Teelöffel Salz und eine Prise Glutamat. Wasser in eine Schüssel geben und einen halben Teelöffel Salz hinzufügen. Die Auberginen vierteln und darin einlegen. Durch das Salz werden die Auberginen nicht schwarz. Bohnen in Stücke schneiden. Zucchini in Würfel schneiden. Bambusspitze in Stücke schneiden. Hähnchenbrust auch in Stücke schneiden. Ein Esslöffel Öl mit Currypaste in einem Topf erhitzen. Die Kokosmilch zugießen und zum Kochen bringen. Die Hähnchenbrust mit Bambusspitze darin garen. Erst die Auberginen und Bohnen, dann die Zucchini. Abschließend Basilikum und Chili zugeben und das Ganze mit Salz und Glutamat würzen. Nun ist Grüncurry mit Hähnchen fertig. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr besucht mich bald mal wieder. Servus so lange.